Beschreib mal kurz, wie du dich jetzt fühlst. Großartig. Einfach großartig. Großartiges Gefühl, einen Kampf über die volle Distanz gewonnen zu haben. Fühlt sich einfach großartig an. Klar, man denkt immer, Kampf reingehen, 30 Sekunden, das wär's. Aber am Ende, glaube ich, ist sowas noch viel geiler. Wenn man einen geilen Kampf mit einem krassen Gegner dann noch gewinnen kann. Grandios, grandios. Vor allem für ein Debütfight. Die Vorbereitung so hart geackert. Ja. Höhen und Tiefen gehabt. Ja. Wie es halt bei jedem in der Vorbereitung so ist. Das ist einfach grandioses Gefühl. Unbeschreiblich. Wie ist es der Kampf an sich, vom Kampfverlauf, wie du dich erinnerst? Ist es so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, oder hat er dich irgendwie überrascht? So wie ich es befürchtet habe, ist es gelaufen. Okay. Ja, das ist ganz einfach so. Gehofft habe ich, hingehen, unsaubere Kombination zum Kopf, Takedown und ground and pound Feuer, was geht, er macht es mir leicht. Ich kann nie in das Stomach gehen und bam, 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 bam. Ja, tatsächlich unterschätzt oder überschätzt man die eigene Kondition. Unterschätzt, na gut, wenn man sich das Bestmögliche ausmalt, klar unterschätzt man einen Gegner. Ich habe am Anfang erst mal 2, 3 schön kassiert, richtig schön mit der Nase genommen. Ja, ist umso schöner, weil ich mir vor 4 Wochen schon mal die Nase vom Sparringspartner brechen lassen habe, der heute hier auch trainiert, der Silvester. Kämpft, ne? Der kämpft, trainiert, kämpft. Ich bin noch ganz verwirrt. Aber es ist einfach nur geil, wenn man sich den Sieg so hart erarbeitet und den dann kriegt. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Was steht als nächstes an? Hast du schon irgendwelche Kämpfe auf der Agenda oder genießt du erstmal den Sieg? Ich genieße den Sieg. Schau, in 2 Wochen ist Deutsche Meisterschaft BJJ. Bin im BJJ ja relativ erfolgreich gewesen letztes Jahr. Würde gern dieses Jahr entweder die IDM oder Munich Open im November. Glaube ist die wieder. Ja. Habe ich einen Titel zu verteidigen. Und dann würde ich gern wieder auf die Euro, weil das einfach eine tolle Erfahrung war. Bin ich letztes Jahr Dritter geworden und ehrlich gesagt würde ich das Ergebnis gern verbessern nächstes Jahr. Ja. Wie immer, das letzte Wort ist bei dir, wenn du Freunde, Familie, Trainer, Sponsoren grüßen willst. Ich will mich bei allen bedanken, die mich so supporten. Klar, Mr. Boss himself, Oliver Meyer. Ja, meine Freundin, die das Ganze so toleriert und die hat wirklich einiges zu tolerieren. Und meine Freunde für den Support. Viele Freunde sind weit gefahren bis hierher vom Kongs Gym oder von meinem Geburtsort auch viele. Einfach grandios. Vielen Dank für das tolle Event natürlich auch. Ja. Der Andi und alle, die dazugehören. Einfach nur toll. Ja. Und auch danke, dass ich hier ein Interview bei euch machen kann. Denn mein Gott, ich habe erst einen Kampf gemacht. Ja. Es ist umso toller einfach. Ich kann es noch gar nicht so richtig greifen, ehrlich gesagt. Ja. Ist einfach toll.